Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch über ein Buch sprechen, welches ich vor kurzem gelesen habe. Und zwar handelt es sich hierbei um Die Tochter des Samurai von Leslie Downer, erschienen im Bertelsmann Verlag. Ich habe jetzt gerade die Finger davor. Das Buch wurde mir freundlicherweise vom Bertelsmann Verlag zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt. Vielen Dank erstmal dafür. Alle Informationen zum Buch, wo ihr es bekommen könnt und natürlich über den Verlag, findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wie am Cover und am Titel schon zu erkennen ist, handelt es sich hierbei um einen asiatischen Roman. Das Buch ist im Hardcover erschienen und umfasst 477 Seiten. Und zwar geht es um Taka. Taka wächst in Tokio 1873 auf. In dieser Zeit herrscht gerade Bürgerkrieg in Japan. Der Norden bekämpft den Süden, also die Aizu, die Satsuma. Das sind, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, die beiden Völker, um die es hauptsächlich geht. Beide Samurai-Clans. Und sie wächst halt auf als die Tochter eines großen Generals, der ein Satsuma ist, und einer Geisha. Der Bürgerkrieg ist gerade zu Ende. Der damals herrschende Shogun wurde entmachtet und Japan befindet sich jetzt halt momentan im Umbruch. Die alten Zöpfe werden abgeschnitten. Man will sich oder man wird ein wenig gezwungen oder dahin gedrückt, sich der westlichen Welt zu öffnen. Bedeutet, es kommen viele Franzosen, Engländer etc. Aber in sich, wie gesagt, herrscht noch ein Bürgerkrieg, weil viele gerne den Samurai Ritualen abschwören möchten, aber es gibt noch den einen oder anderen, der daran gerne festhalten möchte. Ja, und wir verfolgen halt Taka. Sie wächst halt in dieser Zeit auf. Ihr Vater, der ja wie gesagt ein großer Samurai ist, ist im Krieg. Und sie ist halt mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in Tokio sozusagen auf sich allein gestellt und lernt eines Tages den jungen Nobu kennen. Nobu kommt in ihr Haus, weil er sozusagen in eine Situation reingeworfen wird, wo es gilt, sich zu beweisen und die Familie zu beschützen. Die Familie nimmt Nobu dann als Diener auf und dadurch, dass Taka ja eine Tochter eines Samurais ist, darf sie ja ab einem gewissen Alter nicht mehr mit Jungs verkehren, sondern nur noch in Begleitung der Diener etc. Und ja, sie ist aber Nobu sehr zugetan, der glaube ich 2, 3 Jahre älter ist als sie selbst und ja, verbringt halt heimlich Zeit mit ihm. Sie merkt, dass er nicht lesen kann, sie bringt ihm das Lesen bei und so weiter und so fort und verbringt halt viel Zeit, was aber nicht sein darf. Und sie hat einen älteren Bruder, der ein bisschen vergessen hat, wo er herkommt. Also er lebt nicht nach den Samurai-Regeln, sondern treibt sich eher in den Vergnügungsvierteln von Tokio rum. Also besucht irgendwelche Konkubinen und trinkt halt unheimlich viel. Und eines Tages kommt er früher nach Hause und entdeckt halt Taka und Nobu, wie sie gerade Zeit miteinander verbringen und wirft Nobu aus dem Haus. Dabei kommt auch heraus, dass Nobu von den verfeindeten Bürgerkriegsvölkern ist. Also Taka und ihre Familie gehören zu den Satsuma und Nobu gehört zu den Aizu. Ja, und das ist ja sowieso etwas, was gar nicht funktionieren kann und darf, weil die Völker halt verfeindet sind. Ja, und somit trennen sich ihre Wege, aber die beiden denken halt immer wieder aneinander und ja, ob sie es schaffen, wieder zueinander zu finden, welche Steine sich da ihnen in den Weg gelegt werden, das werde ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten, das müsst ihr selber lesen. Ich kann nur so viel sagen, man merkt wieder, dass es ein asiatischer Roman ist. Es ist wieder alles sehr ruhig geschrieben. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Wer mich auf Goodreads verfolgt, ich glaube, ich habe dem Buch sogar 4 Sterne gegeben oder 3,5 oder 4 Sterne so in dem Dreh. Also es war ein gutes, solides Buch. Nicht das Herausragende, was mich umgehauen hat, weil. Also es ist natürlich wieder von der Stimmung her sehr ruhig und bei asiatischen Romanen ist es ja so, wenn das Schicksal eingreift, dann nehmen die Leute das alle mit Fassung und lamentieren dann nicht so, ne, in aller Gewalt drüber, wie es zum Beispiel in anderen Büchern getan wird.
Mir hätte es noch etwas bildgewaltiger sein können, also bedeutet, weil natürlich auch gewandert wird und die Orte gewechselt werden, ne? Man kommt von der Großstadt in die Berge, in die ländliche Gegend und so weiter. Also mir hätte es noch stimmungsvoller und bildgewaltiger sein können, wie ich es aus anderen Büchern kenne. So sehr schicksalbehaftet war es auch nicht. Also so das ein oder andere, wo man denkt so, ach Gott, ja, und ich fühle total mit dir, hätte noch sein können. Das war mir ein Ticken zu wenig. Aber alles in allem war es ein gutes, solides Buch. Ich würde auch sagen, vielleicht so ein bisschen so ein kleines Einsteigerbuch, wer gerne mal etwas über die Geschichte Japans lesen möchte. Es wurden auch einige Fachbegriffe und einige Rituale hier verwendet oder erklärt, was manche Sachen für eine Bedeutung haben. Also wer gerne sich mal ranwagen möchte an einen asiatischen Roman, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt und empfiehlt sich als Einsteiger sozusagen mal zu diesem Buch zu greifen. Ja. Das war's. Damit beende ich auch gerne die Rezension und ja, mich würde interessieren, ob ihr vielleicht dieses Buch schon gelesen habt oder generell auch Fans von asiatischen Romanen seid. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben und ja, dann danke ich euch wie immer fürs Zusehen und fürs Zuhören und schlage vor, wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss!